Hey Leute, mein Name ist Darren, ich bin Trainer der Hertha BSC eSport Academy und ich werde euch ganz kurz erklären, was die Bundesliga Home Challenge ist. In der Bundesliga Home Challenge geht es nicht darum, einen Titel zu gewinnen oder Preisgeld mitzunehmen. Es geht darum, euch Fans die Möglichkeit zu geben, eurem Lieblingsverein am Wochenende trotzdem die Daumen zu drücken. Gespielt wird dort im 85er-Modus. Man braucht pro Spieltag zwei Spieler. Ein Spieler muss aus dem aktuellen Bundesliga-Kader sein. Und die andere Person muss auch eine Funktion im Verein haben. Das waren am letzten Spieltag Maxi Mittelstädt und Elias Nährlich. Es hätten aber auch Salomon Kalou und ich sein können. Beide Spieler spielen jeweils eine eigene Partie gegen einen Spieler des anderen Vereins. Und beide Ergebnisse werden am Ende dann addiert. Und somit wird am Ende halt der Sieger ermittelt. Solltet ihr euch noch fragen, ob es einen Spielplan gibt, den gibt es nicht. Es wird jede Woche sozusagen neu ausgelost, wie auch im DFB-Pokal. Hey Leute, mein Name ist Darren, ich bin Trainer der Hertha BSC eSport Academy und ich werde euch ganz kurz den 85er-Modus erklären. Im 85er-Modus sind alle Spieler grundlegend gleich stark. Sie haben eine Gesamtbewertung von 85 Punkten, das heißt, Vedat Ibisevic ist genauso gut wie Cristiano Ronaldo und Karim Rekik ist genauso gut wie Virgil van Dijk. Natürlich setzt man Rekik jetzt nicht im Sturm ein, weil seine Schusswerte trotzdem schlecht sind. Die Punkte sind nämlich positionsorientiert verteilt worden. Dennoch gibt es zwei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Das ist einmal die Körpergröße, die ist im Tor sehr wichtig und auch in der Innenverteidigung. Was aber viel wichtiger ist, ist die Bewertung des schwachen Fußes. Mit einem Stern hat man einen sehr schlechten schwachen Fuß und mit fünf Sternen den bestmöglichen. Bei uns spielt im Sturm zum Beispiel Kibrit. Er hat eine 4-Sterne-Bewertung auf dem schwachen Fuß und ist somit besser bewertet als die meisten Spieler von Hertha BSC. Wir spielen im 85er-Modus, weil es dort die wenigsten Vorteile gibt für irgendeinen Verein.
Ich wünsche Adam und Pascal gleich viel Glück gegen Union. Haut sie weg, Freunde. Euer Eli. Hey Leute, hier ist Leon. Ich wünsche Ehren und Pascal gleich viel Erfolg gegen Union Berlin. Ihr packt das, Jungs, und beste Grüße. Leute, jetzt steht das Derby an. Ich wünsche Ehren und Pascal viel Glück. Ihr wollt das sehen. Oder? Also 4-4-2, enge Raute auf. Ich glaube, gut, hier wird auch nochmal eine enge Raute von Ehren jetzt vorbereitet, aber ich glaube, der hat eine breite Formation und dann noch das 4-3-3. Wo sehen wir es? Genau, das 4-3-3. Also eine breite Formation trifft auf eine komplett enge, Gordon. Was ist besser aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? Aus deiner Sicht. In FIFA 20 habe ich das Gefühl, dass gerade das flache Steilpassspiel über die Außen oder auch hohe Steilpässe ziemlich effizient ist. Deswegen bin ich nicht so der allergrößte Fan von der engen Raute. Aber du hast halt bei der engen Raute wirklich extrem Vorteile, finde ich, im Konterspiel. Also, dass du da schnell durchkombinieren kannst und dann mit deinem offensiven Mittelfeldspieler auch blitzschnell die beiden Stürmer einsetzen kannst. Ich kann mich jetzt zwischen den zwei Formationen nicht ganz entscheiden, aber ich finde die Herangehensweise mit Kunja auf der 10 bei Hertha auf jeden Fall interessant. Dann vorne haben wir Piontek auf dem rechten Flügel, Luke Bakio links und ja, vorne Kibrit habe ich jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Also hier kommen natürlich auch bei der Home Challenge da mal Spieler zum Vorschein, die jetzt nicht der allgemeine Fußballfan unbedingt kennt, da natürlich da auch die Jugendspieler beziehungsweise ja teilweise in den Kadern mit drinne sind. Natürlich nicht alle, aber der ein oder andere ist dann eben doch dabei. Darida, Askasibar ist natürlich auch eine gute Doppel-6, nicht die allergrößten, aber ja, speziell Askasibar bringt die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen dann auf jeden Fall mit. Mittelstädt haben wir auf der Linksverteidigerposition. Er hat ja auch schon gespielt für die Hertha bei der Home Challenge. Klünter dann in der Innenverteidigung finde ich interessant. Normalerweise ja eher auf der Verteidiger-Außenbahn zu finden. Stark, Wolf und Jahrstein sind dann, glaube ich, keine Überraschungen. Und wir sehen bei Julius Kahle, dass der sich gerade nochmal überlegt, etwas umzustellen, ja, das Spiel dann doch nochmal ein bisschen breiter zu machen, etwas tiefer zu agieren, all das ist in den individuellen Taktiken möglich. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, ein bisschen Zeit haben sie noch. Nochmal, Anstoß ist 16.20 Uhr, dementsprechend können die sich auch ein bisschen Zeit lassen. Wir werden es immer wieder sehen, gerade wenn wir dann diese Formation schauen, dass der Spieler immer wieder dann dazu neigt, kurz nochmal reinzugehen, nochmal zu gucken, habe ich wirklich alles richtig angestellt? Passt das, was ich mir da ausgedacht habe und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also auch nochmal um das Thema aufzugreifen, wer da immer auf dem Platz steht, da geht es natürlich im 85er-Modus darum, zu schauen, was macht tatsächlich Sinn. 85er-Modus bedeutet ja, alle Spieler sind gleich stark auf ihre jeweilige Position bezogen. Das heißt, ein rechter Flügel ist natürlich defensiv nicht so stark wie ein Rechtsverteidiger, hat dafür aber deutlich mehr Tempo. Und vor allen Dingen auch ganz andere Abschlusswerte, so wie Passwerte etc. Und dann geht es ganz oft darum, zu schauen, okay, welcher Spieler hat welchen schwachen Fuß. Auch das ist dann etwas unterschiedlich, auch im 85er-Modus. Das heißt, es gibt Spieler, die haben 5 Sterne schwachen Fuß. Das heißt, die können mit dem schwachen Fuß so genau schießen, wie sie auch mit dem starken Fuß können. Und dann umso schlechter dieser Sternewert ist, also von 5 abwärts bis 1, umso schlechter kann er natürlich mit dem schwachen Fuß agieren. Und da schaut man erstmal nach, welcher hat denn den besten schwachen Fuß, versucht ihn auf dieser Position zu bringen. Und es geht natürlich auch um Größen. Zum Beispiel Innenverteidiger werden nach Größe aufgestellt. Da ist das Tempo und die Beweglichkeit nicht ganz so wichtig wie im Sturm. Also sucht man sich die größten Verteidiger raus, die man im Kader hat. Und dann müssen es nicht unbedingt die Stammverteidiger sein, die hier bei der Hertha oder eben bei der Union auflaufen. Und das sind so
Zum Teil genau diese Dinge, die Gordon, die du vorhin eben auch angesprochen hast, dass man dort eben auch Spieler findet, die sonst vielleicht nicht im Stammkader dieser zwei Teams zu finden sind. Und deshalb schaue ich mir sehr gerne diese Formation auch mal an und nochmal auch hier wieder eine enge Formation, die auf eine breite Formation trifft. Das wird auch nochmal sehr spannend sein. Das heißt, Ehren kann natürlich über die Flügel gut agieren, vor allen Dingen, wenn Julius Kader auch seine Außenverteidiger mitnehmen wird, was ich hoffe, um offensiv nochmal ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Aber der Vorteil, der eben bei Julius Kader liegt, ist, wenn er schnell über die Zentrale ausspielen kann. Also wenn Ehren sehr weit aufrückt und er immer wieder seine Stürmer vorne anspielen kann und mit schnellen Bällen irgendwie diese Viererkette von Ehren überspielen kann. Also sehr, 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 sehr vielseitig und ich freue mich extrem drauf. Nochmal, es ist auf dem Zettel ein ungleiches Duell. Hier trifft ein E-Sport-Profi aus der Hertha E-Sports Akademie, muss man sagen. Also es ist, darf ich sagen, es ist nicht Vollprofi. Eigentlich ist er ja Vollprofi, kommt allerdings aus der Akademie. Der Hertha muss hier also gegen einen Fußball-Vollprofi ran. Und da ist natürlich in der Regel der E-Sportler im Vorteil. Aber ich erwähne auch das nochmal, das hat sich Bassinho wahrscheinlich auch gedacht am zweiten Spieltag. Und er musste eine Niederlage hinnehmen mit 2-3 gegen Julius Kade. Ja, wir sind auch heute wieder offen für Überraschungen. Ist doch klar, gerade hier bei diesem Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Letztes Duell zwischen diesen beiden Mannschaften, die Herthaner werden nicht gerne daran zurückdenken. Ein 1-0 im November für Union Berlin. Später Siegtreffer und dann war das der Derby-Sieg für die Köpenicker. Und Wir warten natürlich noch einen Moment. Um 16.20 Uhr geht es dann auch pünktlich los zwischen diesen beiden Teams. Nochmal zu Julius Kade, für die, die ihn vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Momentan ja noch ohne Bundesliga-Einsatz tatsächlich 12 Jahre lang in der Hertha-Jugend gespielt. Also sicherlich auch für ihn ein sehr, sehr interessantes Match. Und sein Bruder momentan noch in der U17 bei Berlin. Schauen wir mal, ob am Ende des Tages ja quasi der Bruder sich freuen kann oder dann doch er. Und wir gehen rein. Berliner Olympiastadion, virtuell ausverkauft. Berlin Derby, ab dafür. Und die Hertha mit dem ersten Angriff, mit dem Anstoß und da ist der Ball ratzfatz weg. Den hat Ehren zu einfach hergegeben. Gut gemacht hier von Kade. Und er darf jetzt den ersten Angriff fahren. Das macht er sehr zuversichtlich. Da ist Kunja dazwischen. Mittelstädt, guter Ball. Das ist eben das Spiel dann über die Außen, was ich vorhin angesprochen habe. Luke Bakio mit der Flanke. Da ist der Keeper dran. Und wieder Kunja, direkt wieder die Hertha. Ball in die Spitze, Kibrit nochmal Kunja. Und die erste richtig gute Möglichkeit und die erste gute Parade. Und Eckball gibt's. Er versucht sie über Flanken, Gordon. Das ist ja nicht so effektiv, oder? Ganz und gar nicht. Also die Flanken wirklich im Vergleich zu FIFA 19, FIFA 18 wirklich extrem uneffektiv geworden. Aber wir schauen jetzt mal auf Kade, der hier mit sich selbst nach vorne kommen wird, aber dann den Ball verliert. Ja, Julius Kade, 20 Jahre alt, ist gelernter zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Hier war er gerade auf der linken Seite unterwegs. Wir schauen auf Kibrit mit Darida und Askasibar, der den Zweikampf hierher schenkt. Gentner ist zur Stelle und Sebastian Polter kippt ihn dann direkt wieder her. Ja, und ich habe oben links in der Facecam gesehen, bei Ehren Piras. Was? Hat er sich da gedacht. Kurz mal den Lippenleser rausgeholt. 14 Minuten. Hertha mit einer guten Abschlusssituation schon früh in der Partie.
wird der Favoritenrolle bis dato spielerisch zumindest gerecht. Aber das kann sich natürlich alles schlagartig ändern. Joshua Mees mit Kadel, der jetzt doch dann eher hier im Zentrum unterwegs ist. Polter und wieder die Herzer. Gutes Anspiel auf Piontek. Piontek gegen Schlotterbeck. Den sehen wir später noch. Kunja, oh, da muss ein hochlegen. Ja, da geht die Hand hoch. Hey, da wollte ich nicht hinspielen. Ich wollte an den zweiten Pfosten, liebes FIFA. Darida, die Situation läuft aber noch. Luke Bakio. Nochmal zurück. Kunja und Gibritz mit dem Abschluss. Aber ein Unioner Bein dazwischen. Ja, und Erin versucht, also der kämpft sich da nach vorne, natürlich. Nochmal, es ist ganz klar, er hat die bessere spielerische Anlage. Und man muss aber sagen, dass Kade sich momentan defensiv sehr gut wehrt. Also in den richtigen Momenten immer mal wieder dazwischen ist. Und wenn er schafft, wie gegen Bassinho, die wenigen Chancen, die er bekommt, auch reinzumachen, dann könnte es hier noch was werden für den Kade, denn Erin beginnt da, wo Bassinho aufgehört hat, und zwar die Dinger am Tor vorbeizuschießen. Piontek zurück, ans Kasiba. Seitenverlagerung, Mittelstädt. Jetzt muss wieder der Weg über die Außen gesucht werden. Ha, die Idee war nicht schlecht, Darida bekommt den Pass aber nicht durch. Trimmel ist aufmerksam gewesen und jetzt wieder durchs Mittelfeld mit Gentner. Polter, der sich tief fallen gelassen hat. Mateusz Kunja. Sehr viel Ballbesitz bei den Herthanern. Wolf wird jetzt mal mitgenommen auf rechts. Aber auch dort wieder klasse zugestellt. Alles von Julius Kade von Union Berlin. Darida. Wen kann er anspielen? Ja, Kunja. Der Zehner der Berliner. In ungewohnter Rolle. Bekommt auch noch nicht so viele Bälle. Trimmel. Oh, Gikiewicz wird da auf die Probe gestellt. Im kurzen Pass. Hertha drückt, drückt und drückt. Askasiba. Gibritz. Und das war jetzt mal wunderbar gespielt. Da ging's zu schnell für Julius Garde. Das 1:0 für die Hertha. Und das ist verdient. Ein Wahnsinnstor. Ja, hat er richtig gut gemacht. Und er hat halt auch schon Dauerdruck. Du hast es gesagt, er drückt und drückt. Und irgendwann musste das Ding ja fallen. Bis zu diesem Punkt hat Kade noch irgendwie immer einen Fuß reinbekommen oder Erin in so eine Position gebracht, wo es eben nicht so einfach ist, abzuschließen. Aber hier hat das Erin bockstark gemacht und steht dann vollkommen blank da. Wieder ist es das Aluminium, aber diesmal trifft da im Anschluss ins Tor, beziehungsweise fällt er vom Aluminium ins Tor. Und damit erstmal die Führung für die Hertha. Und für Kade wird es hier darum gehen, wirklich in erster Linie dieses Ergebnis so lange wie möglich zu halten und dann wirklich mit Nadelstichen versuchen, hier Erin zu ärgern und ihm irgendwie noch einen reinzuschießen und im besten Fall einen Unschieden irgendwie rauszuholen. Im schlimmsten Fall einfach nicht zu hoch verlieren in diesem Moment. Um dann seinem Teamkollegen Kevin Schlotterbeck ein in Anführungsstrichen angenehmes Ergebnis zu übergeben. Gut dazwischen gegangen jetzt mal. Könnte schnell gehen. Polter. Und Klünter wieder dran. Und wieder heißt es Ballbesitz Hertha. Ja, und wir haben gesehen, Klünter in ungewohnter Innenverteidigerposition funktioniert auch. Bringt natürlich, du hast es vorhin erklärt, den 85er-Modus. Dann mehr Tempo mit als gelernter Außenverteidiger. Und deswegen die Umstellung von Erin Pyras hier, ihn als Innenverteidiger zu bringen. Gikiewicz, der Keeper der Unioner, baut neu auf. Spielt allerdings direkt Askasiba an. Über Umwege ist der Ball jetzt aber wieder bei Union mit Polter, der auch noch nicht wirklich in Aktion kam. Da fehlen noch die genauen Steilpässe auf den Stoßstürmer bei Eisern Union. Kunja, Piontek. Und jetzt geht der Kombinationsfußball der alten Dame wieder los. Kibritz, Piontek. Ah, der polnische Nationalspieler wäre da fast durchgestartet. Halbzeitpause.
Knappe Führung für die Hertha. Wir haben es gesehen, 5:0 Schüsse. Das ist in Ordnung, das ist verdient. Julius Kade präsentiert sich trotz all dem hier gut. Also er hält dagegen. Wir müssen immer wieder relativieren. Hier trifft ein Fußballprofi mit Julius Kade von Union Berlin auf einen E-Sportler auf Ehren Pyras. Und dafür ist das wirklich ausgeglichen. Ich bin gespannt, ob die beiden vielleicht nochmal in der Formation was verändern werden. Gerade die enge Raute, die kam mir jetzt nicht so ganz effektiv vor, weil sich dann doch immer wieder die Spieler so ein bisschen auf den Füßen standen und die Räume nicht so gut zu bespielen waren aus Sicht von Union Berlin. Hast du da das gleiche Gefühl gehabt, Peter? Ja, absolut. Das gibt einem das Gefühl, dass es zu einfach ist, für Ehren zu verteidigen, weil er genau weiß, über welche Seite, und es ist eben die Zentrale, also nicht welche Seite, sondern dass eben Kade nur über die Zentrale kommt, wenig Aufbau nach vorne bringt. Und sobald Kade versucht, über den Außenverteidiger etwas Breite in sein Spiel zu bringen, gibt es natürlich den Raum für Ehren über die Flügel. Aber nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, momentan wehrt sich Kade sehr, sehr gut. Und da stehen zwar 5 Torabschlüsse auf Seiten von Ehren, aber es gab nur einen richtig guten, also einen, der auch rein musste, und den hat er eben auch reingemacht. Die anderen hatten alle einen schwierigen Winkel, um das Ding am Ende zu versenken, und das muss man auch klar so festhalten. Es reicht Kade hier einmal einen Nadelstich zu setzen. Wenn er dann eiskalt ist, dann steht sie wieder 1:1 und dann ist alles wieder drin. Du sagst es. Die Qualität dazu hat er, das hat er bewiesen. Mit dem 3:2-Sieg gegen den E-Sportler vom VfL Bochum gegen Bassinho. Und jetzt muss er erstmal wieder verteidigen, weil Kunja, der ist wirklich überall zu finden. Der Winterneuzugang, der Erzauer Piontek, super in Szene gesetzt, legt rüber. Ach du! Heieiei. Okay, und da muss Ehren, aber das gehört dazu. Wenn du eben einen, in Anführungsstrichen, stärkeren Gegner schlagen willst, dann gehört eben auch ein bisschen Glück dazu. Ehren hier mit eben Pech, macht das Ding nicht. Kade bleibt dran, hat sich auch mal ein bisschen Glück verdient, weil er es eigentlich gut verteidigt. Enges Ding. Warum nicht? Warum nicht nochmal eine Geschichte wie gegen Bassinho? Da war es ähnlich. Der hatte natürlich das überlegenere Spiel, der hatte natürlich auch die ein oder andere Chance, aber der hat sie nicht gemacht, und irgendwann war Kade halt wach und er war da und siegte dann, ich glaube, sogar relativ spät am Ende. Aber das war schon der Fehlschuss des Spieltags. Da lege ich mich fest. Also der muss halt rein. Vielleicht nimmt er den zur Sicherheit nochmal an. Aber wir haben es ja alle bei der Reaktion von Ehren Pyras gesehen. Der 18-Jährige konnte es nicht fassen, was da gerade passiert ist. Okay. Nichtsdestotrotz jetzt Berlin. Hertha natürlich, blau-weiß. Im Angriff, aber Union kann den Gegenangriff starten mit Trimmel. Vielleicht jetzt mal mehr über die Außen. Ja, der Österreicher, der Pass kommt fast nicht an. Aber Mali weiterhin, Union am Ball, Polter mit Mali. Mal wieder die Hertha. Ja, wenn genau so ein Angriff irgendwann mal durchkommt. Und selbst wenn nicht, also ein 1:0 für die Hertha wäre in diesem Fall tatsächlich ein Teilerfolg für die Union. Denn wenn Kevin Schlotterbeck nachher gegen Pascal Köpke ran muss, ist das ein machbares Ergebnis, das zwischen zwei Fußballern ausgespielt wird. Hannes Schlotterbeck, und der kommt gut. Und jetzt gibt es ein bisschen Raum. Jetzt gibt es ein bisschen Raum im Strafraum. Macht er gut, Ballroll und aufs Kurze. Und da muss Jahrstein angreifen. Also genau solche Dinger, genau das war im Endeffekt der Weg, mit dem Julius Kade am Ende Bassinho niedergerungen hat. Und es könnte auch hier der Weg sein. Es ist nur ein 1:0 und da ist noch lange nichts vorbei. Dreierwechsel bei Berlin, bei der Hertha. Mein Gott. Ich verwechsel die beiden natürlich die ganze Zeit, wenn ich nur Berlin sage. Nein, es gibt drei Wechsel. Ibisevic einmal auf der rechten Seite jetzt eingesetzt. Dann haben wir Köpke gesehen. Und, glaube ich, Plattenhardt wurde eingewechselt, wenn ja, ich da richtig toll. Auf die linke Verteidigerposition.
Also Ibisevic natürlich auch nochmal ein Brecher für die rechte Seite. Union mit der Möglichkeit zur Flanke mit Gogia, aber das lässt er mal lieber. Wolf so mit am Ball. Da ist der eingewechselte Plattenhardt. Auf Stark. 1:0 weiterhin der Spielstand. Knappes Ding. Union wittert hier die Chance. Ingwertsen muss zurücklegen oder nicht? Eieiei, falsche Entscheidung. Aber da war die Riesenmöglichkeit. Und ich glaube, der Zahner E-Sportler, der weiß, dass er hier jetzt unter Druck ist. Und Julius Kade geht richtig mit da oben in der Facecam. Der ärgert sich nach dieser vergebenen Chance. Der weiß, das war genau das, was du hättest vermeiden müssen. Da waren 2, 3 Chancen. Und er entscheidet sich für die absolut falsche. Ich frage mich auch, ob Kade was verändert hat. Er steht gefühlt ein bisschen breiter, kommt vor allen Dingen mit den Angriffen oft über die linke Seite, also jetzt nicht sehr zentral. Und auch hier im Aufbau sehen wir gleich, dass links sehr viel Platz ist. Oh, da hat er das Pech, da kommt der Ball irgendwie auf Köpke und der setzt das Ding rein, 2:0. Da ist der Fuß eigentlich dran. Das ist richtig bitter an dieser Stelle für Kade, der sich sehr, sehr gut gewehrt hat. Und vor allen Dingen in einer Phase wie dieser, wo er eigentlich drauf und dran ist, hier auf den Ausgleich zu spielen, da kommt Ehren nochmal und haut ihm das Ding rein zum 2:0. Nichtsdestotrotz ist lange nichts verloren. Also wir haben deutlich höhere Ergebnisse im zweiten Spiel kippen sehen. Und wenn Kade auch dieses 2:0 über die Zeit bringen kann, dann ist es immer noch ein Achtungserfolg und immer noch alles drin für Kevin Schlotterbeck. Gleich im Anschluss gegen Pascal Köpke. Nochmal der Versuch über die linke Seite. Nicht gut verarbeitet. Und wieder die Hertha. Sechs Minuten noch plus gegebenenfalls Nachspielzeit und der kommt gut und das ist kein Abseits und da will er nochmal richtig rein, Darida und jetzt tut's weh. Jetzt tut's weh, er hat sich sehr, sehr gut gewehrt und jetzt ist Ehren da und macht hier das 3:0 und natürlich ärgert sich Kade da. Natürlich, der hätte nicht sein müssen, er hat versucht nochmal wirklich mit aller Macht auch das Ding umzuruppen und auch wenn er die rote Karte riskiert hat, er weiß natürlich auch, dass im nächsten Spiel der Schlotterbeck nicht drauf verzichten muss auf den Spieler. Dementsprechend wird es versucht. Hat nicht geklappt. Vielleicht direkt nochmal die Möglichkeit, aber Jahrstein. Ah ja, ja, es bleibt ihm nicht vergönnt, hier den Treffer zu machen. Und so bleibt es beim 3:0. Und jetzt Obacht, nicht noch ein. Ehren nochmal über Ibisevic, Kibrit. Und dann ist er wieder zwischen. Julius Kade. Trotz des vermeintlich hohen Ergebnisses. Eine richtig tolle Partie hier von Kade. Und jetzt gibt es den Schlusspfiff. Und immer noch ein Ergebnis, das sich lösen lässt. Das muss man einfach so sagen. Ja, absolut. Also 3 Tore, Rückstand. Wir haben schon alles erlebt bei der Bundesliga.
Also ich hatte das Gefühl wirklich, dass das ja, beeindruckend war. Aber natürlich auch Kevin Schlotterbeck hat gute Leistungen bis dato gezeigt. Aber ja, ich lasse mich wieder überraschen, selbstverständlich. Aber ich denke, mit Köpke wird zu rechnen sein. Mit Köpke wird zu rechnen sein. Und der hat natürlich jetzt auch einen kleinen Vorsprung, was das angeht, in der Hinterhand. Denn Ehren hat sein Spiel gewinnen können. Und wir sehen eine Dreierkette bei der Union. Attacke, Offensive. Attacke, Offensive. Das scheint der Plan zu sein. Ja, also mit Bülter, mit Anderson und Mali da vorne ein Trio drin. Dann ja mit Lenz und Trimmel. Jetzt keine klassischen Außenstürmer natürlich. Natürlich braucht man da auch defensive Unterstützung. Trimmel normalerweise auch Rechtsverteidiger, ebenso wie Lenz. Aber das ist natürlich eine Ausrichtung, die Comebacks ermöglichen kann. Andrich und Gentner sollen dann den Laden in der Mitte zusammenhalten und die Innenverteidiger hinten, Subotić, oder wird jetzt tatsächlich nochmal umgestellt, das ist die Frage. Ich hätte es sehr, sehr charmant gefunden, wenn jetzt hier tatsächlich die Dreierkette mal zum Einsatz gekommen wäre, aber jetzt schaut es dann doch eher nach einer Viererkette aus. Nach deiner 4-4-1-1-Formation tatsächlich, da kannst du doch ein bisschen was zu sagen. Tatsächlich, nach der 4-4-1-1. Also für mich persönlich die Lieblingsformation, einfach aus dem Grund, dass man zwei Viererketten hat. Man kann das Spiel sehr breit ziehen, man kann über die Flügel kommen, man kann das Spiel offen gestalten. Und man hat in dem Fall tatsächlich nicht den zentral offensiven Mittelfeldspieler, so wie das im 4-2-3-1 ist, sondern man hat einen Mittelstürmer. Dieser bewegt sich so in diesem Zwischenraum auf zentral offensiver Position hin zum Stürmer und dementsprechend kann da einiges passieren. Also man hat immer mal wieder die Möglichkeit, ihn wie eine zweite Spitze fungieren zu lassen, beziehungsweise er fungiert dann wie eine zweite Spitze in gewissen Situationen. Und in anderen Situationen lässt er sich aber sehr weit zurückfallen, um eben eine Passstation zu bilden. Und auch in Kombination mit dem Stürmer, dann fällt mal der Stürmer zurück und der Mittelstürmer geht in den Strafraum. Also man hat sehr viel Variabilität in dieser Formation und das ist das, was ich persönlich sehr daran mag. Also sie ist nicht so statisch wie das 4-2-3-1. Ja, und auf der anderen Seite sehen wir eben das 4-2-3-1 mit Kunja erneut auf der klassischen Zehnerposition. Kibrit bleibt drin. Also der scheint wohl in der E-Sports-Akademie bei der Hertha für Aufsehen gesorgt zu haben, sodass er sich jetzt auch hier in die Mannschaft von Pascal Köpke gespielt hat. Kurz zu ihm, er hat bisher 4 Bundesliga-Einsätze gehabt in dieser Saison und unter anderem auch im DFB-Pokal im Einsatz gewesen. Dort ist ihm ja auch ein Treffer gelungen mit der Niederlage gegen Schalke 04. Kürzlich und ja, jetzt sind die beiden Spieler bereit. Der zweite Teil, Berlin-Derby, Union gegen Hertha, kann losgehen. Also hier maximale emotionale Lage vor diesem zweiten Spiel. 3-0 aktuell der Stand für die alte Dame, für Hertha. Und wir sind gespannt, ob jetzt die Unioner nochmal hier am Comeback schrauben. Sie haben Anstoß in den ersten 45 Minuten. Grischa Prömel ist jetzt auch mal mit dabei. Von links nach rechts. Und der erste Freistoß. Nach gerade einmal einer Minute in-game. Das ging fix. So kann es gehen. Direkt mal im Derby-Modus. Die Union mit dem ersten Angriff im Strafraum. Immer noch bleiben irgendwie im Ballbesitz und dann bekommt er ihn hier unter Kontrolle, der Köpke. Und darf selbst aufbauen. Da startet einer komplett durch, aber er lässt sich hier mit Kunja sehr viel Zeit. Also hätte man durchaus durchstecken können. Versucht über den sauberen, ruhigen Aufbau, weiß natürlich, Führung im Rücken. Momentan 0-3. Ging es am Ende aus für Ehren im Hinspiel. Das heißt, wenn er nicht allzu viele Fehler macht. Und hier ist es erstmal das Aluminium. Erstmal macht er vieles richtig.
Aber das Aluminium verhindert hier einen weiteren Treffer der Hertha. Ja, der Dragback war natürlich überragend. Jetzt die andere Seite mit Polter. Und Polter macht ihn. 1-0 für Eisern Union im zweiten Spiel zwischen Kevin Schlotterbeck und Pascal Köpke. Torwart ohne Chance. Oh, da kassiert er sogar den Tunnel. Das tut natürlich doppelt weh. Und jetzt haben wir hier wieder ein spannendes Spiel. Zwei Tore müssen es noch sein zum Gesamtausgleich. Aber Union ist schon wieder an der Murmel mit Polter. Aber Köpke kann dazwischen kommen. Also es ist wirklich, ja, manchmal wie verhext, ne? Vorne Aluminium, im Gegenangriff dann der Treffer. Und auf der anderen Seite mischt jetzt schon wieder Köpke mit seinem eigenen Spieler mit. Also es ist auf jeden Fall offenes Visier. Bock auf Tore haben sie beide. Und nach 13 Minuten haben wir schon gute Chancen gesehen und vor allen Dingen auch ein Trefferchen. Und das für die Union, das macht die ganze Geschichte hier noch einen Tucken spannender, einen Tucken enger. Aber erstmal wieder die Hertha und den knüppelt er rein mit Wucht. Und da ärgert sich natürlich Schlotterbeck darüber, dass der Ball in Anführungsstrichen so einfach in seinem Netz landet. 16. Spielminute, Ausgleich 1-1 und damit erstmal die alte Führung, die alte 3-Tore-Führung für die Hertha wiederhergestellt. Linke Seite Kunja kam da jetzt wieder Köpke in Szene bringen. Schön gemacht, starkes Dribbling, Köpke und Ingwertsen. So, und die Köpenicker jetzt wieder im Angriff. Ja, schöne Idee. Römmel da dann doch im Zentrum mit einzusetzen. Kevin Schlotterbeck mit seinem eigenen Spieler ist ja Linksfuß. Auch immer als linker Innenverteidiger zu finden. Guter Zweikampf auf der anderen Seite. Das Spiel nochmal andersrum. Köpke. Dreh- und Angelpunkt im Berliner Offensivspiel. Darida, Kiprit, Grujic, ja, vielleicht mal die rechte Seite mit einbinden. So, jetzt erstmal der Ball wieder weg. Becker nimmt Lenz mit, aber der bekommt den Ball nicht. Ein Hertaner dazwischen, Luke Bakio mit Kunja, Köpke. Könnt's alleine machen. Ja, der setzt sich da irgendwie durch und der duselt den Ball rein. Er duselt ihn rein. Da ist das 2-1 Spiel gedreht. Nachführung für Union Berlin. Ja, und schlimmer kannst du, glaube ich, in dem Derby keinen Treffer kassieren. Also der war ja schönes anders. Aber drin war er auf jeden Fall und damit wieder die Führung für die Hertha. Auch im Duell der Fußballprofis. Und das macht es natürlich nicht einfach für Schlotterbeck an dieser Stelle. 30 Minuten gespielt. Na klar, ist noch reichlich Zeit da. Aber Köpke macht einen sehr guten Eindruck da auf dem digitalen Rasen. Nochmal Becker, nochmal die Möglichkeit für Union. Nochmal die Möglichkeit für Schlotterbeck. Andrich auf Polter und da startet er durch. Ein bisschen früh den Pass gespielt. Klasse, nochmal Polter irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Das muss er besser ausspielen. Die Grundideen sind gut. Das Timing passt noch nicht ganz. Und dann ist es manchmal eben, wenn es dann nicht hundertprozentig kommt, mit dem Kopf durch die Wand. Da muss Schlotterbeck jetzt ein bisschen ansetzen. Nicht gut rausgespielt. Kunja allein auf weiter Flur. Jetzt kommt Kiprit hier noch irgendwie nach, bekommt den zweiten Ball. Darida kriegt den wieder auf Kunja und er setzt den erneut ins kurze 1-3. Und jetzt wird's deutlich. Aber da muss sich Schlotterbeck an die eigene Nase fassen. Den darfst du so nicht rausspielen, oder Gordon? Nein, ganz und gar nicht. Und dass Köpke abschließen kann, das haben wir gesehen und auch hier wieder mustergültig. Kiprit, nächster Angriff, der Hertha läuft. Darida wieder mit Kiprit.
über links. Kann jetzt vielleicht Luke Bakio irgendwie da hinten in Szene bringen. Die Dragbacks sollen es dann machen. Darida nimmt Cunha mit. Unermüdlich, der Brasilianer. Aber der erste FC Union Berlin kann sich aus der Situation vorerst befreien. Hast du gedacht, die Hertha schon wieder im Angriff mit Cunha, mit Kiepritz, der wirbelt auf links. Und wieder wirbelt Prömel. Ja, es ist gerade irgendwie so ein Hin- und Her-Spiel, ne? Keine langen Ballbesitzphasen. Hertha natürlich weiter irgendwie dominant. Auch dank der Führung. Und da ist jetzt nochmal Grujic. Und dann ist da Cunha. Und Cunha hätte hier auf insgesamt 7:1 stellen können. Bleibt aber erstmal insgesamt beim 6:1. Gleiches Pause. Der virtuelle Schiedsrichter hatte die Pfeife schon im Mund. Jetzt ist der Pausenpfiff da. Tja, Kevin Schlotterbeck kommt an seine Grenzen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt hier nochmal das Wunder herzaubern kann. Statistik, 81% Passgenauigkeit bei Union Berlin. Das ist zu wenig. Da muss er wirklich mehr Genauigkeit reinbringen in sein Spiel. Absolut. Und das merkt man einfach auch im Spiel. Das merkt man daran, dass hier Schlotterbeck kaum rauskommt. Also der muss einfach mehr Aktionen nach vorne kriegen, vor allen Dingen mehr Aktionen aus seiner eigenen Hälfte rausbekommen, denn sonst wird es hier zu einfach für Köpke, der immer wieder in der Hälfte von Union den Ball wieder bekommt und dann eben der Angriffsweg deutlich kürzer ist als der, der eben bei Schlotterbeck entsteht. Und dementsprechend müssen genau an diesen Stellschrauben gedreht werden. Passsicherheit und vor allen Dingen auch Kreativität. Aber erstmal wieder die Hertha hier mit dem Heel-to-Heel, dem Dragback. Alleine das gute Indikatoren, dass Köpke den Controller nicht das erste Mal in der Hand hat. Und hier wieder im Angriff. Jetzt vielleicht mal Union. Über die rechte Seite, nochmal zurück, Ingmarsten. Ja, das ist nicht schlecht, aber die Ballverarbeitung ist da natürlich sehr belastend. Und wieder geht's in die andere Richtung. Und schnell gespielt hier von Köpke, wieder über die linke Seite. Nochmal der Dragback. Ball auf Darida, Köpke, und dann ist er mal gut dazwischen. Aber das sind genau die Bälle. Sie landen wieder bei der Hertha und dann geht's wieder auf ein Tor, und zwar auf das von Union Berlin. 55 Minuten gespielt. Es scheint eine eindeutige Sache zu werden. Grujic, nochmal der Abschluss und wieder irgendwie befreit von Schlotterbeck. Und wieder der Ball bei der Hertha. Also das sind genau die Dinger. Und dann ist, wie gesagt, der Weg einfach zum Tor oder auf das Tor von Union Berlin nicht so weit. Und da ist nochmal Köpke, Köpke mit dem Dragback. Köpke und eine richtig tolle Tat vom Torhüter bei Union Berlin. Und so wichtig, dass das hier nicht in einem Debakel endet und die nächste Möglichkeit für die Hertha. Ei, ei, ei. Gordon, kann hier Schlotterbeck noch irgendwas machen, damit es vielleicht in den nächsten Minuten nicht nur auf ein Tor geht? Es schaut momentan nicht so aus. Also auch der Ballbesitz bei Hertha im zweiten Durchgang drastisch nochmal angestiegen. Piontek verliert jetzt zwar den Ball, aber ich sehe momentan kein Comeback beim ersten FC Union Berlin. Auch wenn Schlotterbeck natürlich bemüht ist, hat ja super angefangen mit dem Führungstreffer, aber danach haben sich hier wirklich die Berliner Hertha gut zurückgespielt. Jetzt aber nochmal Polter und er landet nicht bei Ingwersen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, vor allen Dingen, da hat er schon den Torhüter ausgespielt und dann schmeißt sich da noch ein Hertaner rein und kratzt das Ding quasi von der Linie. Das hätte er sich verdient gehabt, hier der Schlotterbeck, aber es war ihm nicht vergönnt und wieder darf die Hertha hier angreifen. Wieder darf Köpke in Richtung Tor von Union Berlin, Darida. Und diesmal der Keeper sauber dran.
Lang und weit bringt Sicherheit, sagt man hier allerdings nicht. Der Ball kommt nämlich direkt wieder zurück und wieder die Möglichkeit für die Hertha. Darida, Darida! Und erneut muss er sich reinschmeißen. 20 Minuten noch, 20 Minuten zu gehen. Was fällt Schlotterbeck noch ein, um zumindest vielleicht das Einzel irgendwie wieder gerade zu biegen? Ja, der Ansatz im Kombinationsfußball, der sieht nicht schlecht aus, aber ja, der letzte, der vorletzte Pass, das ist momentan das Problem. Luke Bakio, Köpke nochmal. So viele Ballkontakte, Piontek. Schönes Anspiel, Luke Bakio, Fahne bleibt. Ah, da geht sie doch hoch. Gikiewicz beim Abstoß, Schlussviertelstunde, bricht gleich an. Ja, die Berliner Hertha, die wird hier wohl Revanche ausüben im Vergleich zur Fußball-Bundesliga. Dort ging das Derby verloren mit 1:0. Hier schaut es momentan nach einer klaren Angelegenheit aus. Zwischenstand 6:1. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Nochmal Piontek, der polnische Nationalspieler. So ein bisschen auf sich alleine gestellt, nimmt jetzt aber Kunja mit. Der dreht sich nochmal auf. Darida nochmal eins weiter. Darida, Grujic, da sieht man wirklich diese Sicherheit auch im Passspiel rundherum um den Strafraum. Also Köpke, der ist es wirklich einer, der eingespielt ist in FIFA, das merkst du schon. Und Schlotterbeck, ja, dem fehlt es da womöglich noch ein bisschen an Spielerfahrung. Plattenhardt bricht jetzt hier nochmal auf der linken Seite durch, Piontek macht da auch noch ein Tor, schöner Heel-to-Heel und dann ist der Ball erstmal im Tor aus, Abstoß von Gikiewicz. Ja, und jetzt sind noch 8 Minuten, das Ding ist durch, das wird die Hertha hier mit nach Hause nehmen in diesem Duell. Aber vielleicht sehen wir noch ein Trefferchen von Schlotterbeck. Der kommt nochmal über Trimmel. Da wird gelegt, aber der Schiedsrichter sagt, weiter geht's. Und da beschwert sich Schlotterbeck natürlich. Den will er gerne haben. Und der Schiedsrichter sagt, das ist auf jeden Fall einem Derby gerecht, dieses Tackle. Und da gibt's die Antwort der Hertha im Gegenzug. Darida! 1:4. Und das tut richtig weh. Da willst du gern einen Elfmeter auf der einen Seite haben und kriegst im Gegenzug den nächsten Gegentreffer. Und Köpke wird zufrieden sein. Schlotterbeck mit Sicherheit nicht. Aber die 3 Minuten muss er jetzt noch auf dem Platz überstehen. Und dann ist hier Feierabend im Stadtduell zwischen Union Berlin und Hertha BSC. Zwei Minuten Nachspielzeit und Köpke versucht nochmal nachzusetzen, aber gut verteidigt hier. Nochmal die Flanke nach der Ecke. 2 Minuten sind jetzt rum und das soll es jetzt auch gewesen sein. Endergebnis 1:7, Gordon. Deutlicher als erwartet am Ende. Ja, also ich finde, Köpke wurde aus meiner Sicht seinem Favoritenruf gerecht. Wir haben letzte Woche gesehen, dass er schon richtig stark unterwegs ist. Ja, allerdings braucht sich auch Julius Kade vorhin wegen der Niederlage nichts vorzuwerfen. Also auch Kevin Schlotterbeck hatte dann am Ende keine große Chance.